Hey, hallo! Das wird mal wieder ein etwas längeres Video heute. Und zwar gibt es eine Anleitung. Ich möchte euch nämlich einen ganz tollen Shop vorstellen. Der heißt www oder den findet ihr unter www.alleswandtattoo.de. Ich verlinke den euch hier drunter bzw. auf meinem Blog. Und ja, in der Anleitung geht es einfach darum, wie ihr so ein Wandtattoo aufbringt am besten. Und das zeige ich euch jetzt. So, da ist es. Mein Wandtattoo, was ich mir aussuchen durfte bei alleswandtattoo.de. Mein Mann und ich haben das ausgesucht, besser gesagt, auch die Farbe. Wunderschön finden wir das. Und dazu gibt es eine Anleitung, die seht ihr da unten. Die ist eigentlich idiotensicher, aber ich zeige euch das ja jetzt. Ihr bekommt nämlich etwas dazu. Jetzt muss ich noch mal gucken, wie das heißt. Mein Mann kannte das schon, ich kannte das nicht. Ein Rakel, genau, wie so ein Spachtel. Man nennt das Rakel. Mit diesem Rakel geht ihr jetzt ganz fest über das Motiv von eurem Wandtattoo. Und ihr seht schon, da drückt ihr die Luftblasen gleichzeitig weg. Das macht ihr jetzt von der Seite hier und von der Rückseite dann auch noch. Ich hoffe, man hat mich jetzt verstanden. Also von beiden Seiten. So, hinter mir seht ihr die weiße Wand, an die das Wandtattoo soll. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt erkennen. Ich nehme mir einen Bleistift und nehme mein Wandtattoo. Ich möchte es gerne auf Augenhöhe ungefähr befestigen. So, ungefähr so. Kann man das erkennen? Ja. Mittig von der Wand. Ah, kann noch ein bisschen rüber, nicht so sehr am Eingang. Okay. Dann gehe ich hier, mache mir mit dem Bleistift einmal hier in der Mitte einen Strich. Ja, ich mache mir hier überall kleine Striche. Und keine Angst, wenn ich jetzt mal, wenn so und da drüben. Also am besten macht ihr so ein großes Wandtattoo mit zwei Personen. Ich mache das jetzt trotzdem alleine. Und ich sehe aber schon, dass es schief ist, deswegen hole ich mir jetzt eine Wasserwaage. Da ist das gute Stück. Halte ich mir jetzt, ich nehme erstmal den mittleren Strich und dann kann ich das nämlich ganz genau gerade korrigieren. So. Okay, das mache ich hier drüben auch. Und einmal noch. Okay, wenn ich jetzt das Wandtattoo anbringe, hängt es absolut in Waage. So, jetzt flitze ich rüber und werde nochmal mit dem Rakel die Rückseite des Wandtattoos bearbeiten. So sieht die Rückseite aus. Und dann geht ihr einfach über euer Motiv oder über das Ganze, über die ganze Fläche. Und drückt fest mit dem Rakel
das Motiv, über das Motiv. So, mit dem Rakel bin ich jetzt fertig. Und jetzt gehe ich im Grunde nur her und ziehe das Papier in einem spitzen, flachen, also in einem ganz spitzen Winkel ab. Dabei muss ich auf das Motiv achten. Genau, das Motiv muss nämlich haften bleiben. Wenn das nicht passiert, knicke ich hier einfach nochmal und drücke fest. Und jetzt müsste es eigentlich drauf sein. Am besten darauf achten, dass ihr mit der Hand, oder ihr müsst darauf achten, dass ihr mit der Hand niemals auf das Motiv kommt. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Da unten klappt das super. Jetzt funktioniert, seht ihr? So, da ist es befreit vom Papier, liegt es vor mir und damit gehe ich jetzt wieder in den Flur und bringe das an meinen vorgezeichneten Stellen an. So, ich habe meine Folie genau an die vorgezeichneten Stellen angebracht. Und jetzt nehme ich wieder den Rakel und drücke ganz fest über das Motiv, damit das ordentlich an der Wand kleben bleibt. Wir haben hier eine Wand, die wir für circa 3 Wochen frisch gestrichen haben. Da ist keine Tapete drunter, das ist im Grunde nur glatter Putz mit weißer Farbe. Das müsst ihr über das gesamte Motiv machen, fest andrücken. Dabei drückt man auch gleich die Luftblasen noch ein wenig raus. So, jetzt die obere Zeile. Voilà. Und jetzt gehe ich einfach her und ziehe das Wandtattoo in einem ganz spitzen Winkel, ziehe ich die Folie von der Wand ab, in der Hoffnung, jawohl, dass das Wandtattoo kleben bleibt. Falls es nicht so richtig klebt, einfach mit dem Finger nochmal nachhelfen. Zurück. Und dafür, dass ich das zum ersten Mal mache, finde ich, gelingt mir das ganz gut. Seht ihr? Das hält okay. Da gehe ich mit dem Finger mal hin, ziehe das nach.
aber wieder eine Stelle. Und das Pünktchen wollte auch nicht. Machen wir nochmal mit dem Finger drüber. Jawohl. Die Ölpünktchen. So. Voilà. Das hat jetzt aber ein bisschen gedauert. Ganz zum Schluss gehe ich nochmal mit dem Rakel über die einzelnen Teile des Wandtattoos und dann ist das auch schon fertig. So, und wenn ihr jetzt auch so ein tolles Wandtattoo haben möchtet, dann schaut doch mal auf meinem Blog vorbei. Da berichte ich euch über den Shop Alles Wandtattoo. Da findet ihr auch, wie zufrieden ich mit dem Shop war. Mit dem Service, ob der toll ist oder nicht. Und ja, ihr findet da auch noch viele, viele Motive, vor allem jetzt für Weihnachten. Weil das Tolle ist, man kann diese Wandtattoos auch wieder ganz leicht ablösen. Ja, schaut doch einfach mal rein, da stelle ich euch noch ein paar mehr Motive vor. Ciao!